Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute eine schnelle und einfache Kartenform zeigen, die ihr super verwenden könnt, wenn ihr Gutscheine oder Geld verschenken wollt. Denn in dieser Karte ist Karte und Verpackung sozusagen in einem. Und ich habe euch auch hier zwei verschiedene Größen. Als Beispiel zeige ich euch heute, ich fange jetzt einfach mal mit der kleineren an. Also das ist eine. Diese Karte ist ein bisschen aufwendiger, die ist wirklich mit vielen kleinen Details gestaltet und ihr könnt euch da gerne Tipps abschauen. Und zwar zum Beispiel habe ich jetzt hier oben diese schöne Magnolie ausgestanzt und in einer anderen Farbe hinterlegt. Das obere Papier habe ich außenrum mit Gold und Sprenkeln bearbeitet und auch die Blume, wenn ihr schaut, die glitzert richtig schön mit Wink of Stella. Ich habe hier eine Halterung gemacht, also das hier vorne ist die Halterung für die Tasche, die da verschlossen ist und die ist ein bisschen abgeschrägt. Hier unten ist das schöne Goldpapier und ganz unten habe ich noch den Spruch hingestempelt und den obenrum komplett mit der Schere abgeschnitten, dass das sich da so schön einfügt. Also es sticht nicht total raus, sondern es ist eine ganz gelungene Mischung, finde ich. Und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze aufgeht. Also ihr habt jetzt hier diese Tasche ganz gut versteckt und könnt dann hier in den Hintergrund Geld oder einen Gutschein oder sowas reinbringen und habt sozusagen Karte und Tasche oder Verpackung in einem. Diese kleine Blüte steht hier über, die könnt ihr so drüber setzen oder auch unten drunter, wie es halt besser gefällt. Eigentlich finde ich es so ganz cool, wenn die so ein bisschen drüber steht. Und hinten drauf habt ihr dann Platz für Grüße. Ihr könnt jetzt diese Karte auch natürlich zum Geburtstag verschenken. Auch hier habe ich das Papier außenrum mit Gold und so einem Kupferton mit so Punkten und so ein bisschen Schattierungen eingefärbt, den Spruch noch oben hingestemmt wird und eben ein paar kleine süße Schmetterlinge, die auch auf der Vorderseite sind. Das wäre jetzt so ein bisschen die aufwendigere Variante, weil da eben sehr viel gestanzt und gewerkelt ist und so und koloriert. Und diese Variante, wir werden die heute wieder so ähnlich basteln. Also ich habe noch eine dritte Idee im Kopf und die ist eben jetzt noch viel größer. Ihr könnt hier mehrere Leute unterschreiben lassen. Vor allem, ich zeige euch mal die Rückseite. Herzlichen Glückwunsch, ein Hoch auf die Liebe. Also das wird eine Hochzeitskarte, wo eben viele Leute unterschreiben müssen. Deswegen ist das eigentlich ideal. Und auch hier ist es so, da ist die Tasche hinter diesem Etikett versteckt und da kann man dann das ganze Geld oder wie gesagt auch Gutscheine oder sonstiges gut verpacken und unterbringen. Und hier oben ist es auch so, da habe ich noch ein bisschen was reingestanzt, einfach so als Feinheit. Aber die Verpackung ist eigentlich total schnell gemacht und ich zeige euch heute, wie ihr das machen könnt und ich sage euch auch beide Größen. Und wie gesagt, wir machen jetzt noch eine dritte Variante und da habe ich mich für ganz knallige Farben entschieden. Also ich bin gespannt, was da rauskommt. Und zwar habe ich mir jetzt ausgesucht als Farben einmal Brombeermus, Sommerbeere als Grundkarte. Da blende ich euch die Bestellnummer noch ein. Und dieses Designerpapier, ich liebe dieses Papier, ihr wisst es schon, fabelhaft floral, hat diese Bestellnummer hier unten. Genau, wenn ihr das bestellen wollt, schaut gerne vorbei in meinem Online-Shop. Da könnt ihr da alles stöbern oder über meine Webseite bestellen. Und ich habe jetzt mir noch was dazu ausgesucht. Ich möchte jetzt eben alles ein bisschen anders gestalten, von dem her. Ja, schauen wir einfach mal, wie die Karte am Ende wird. Ich habe euch hier einfach mal die Maße aufgeschrieben. Hier unten, das wären die Rechtecke, wenn ihr diese Karte mit so, mit Quadraten machen wollt, dann könnt ihr diese Größe von den Quadraten auch zuschneiden, wenn ihr jetzt die Stanzform nicht habt, die ich hier verwendet habe. Ansonsten braucht ihr jetzt eine Grundkarte mit dem Maß A4 x 16 cm. Das ist jetzt bei mir Sommerbeere und ich habe es schon gefalzt an der langen Seite. Von der einen Seite bei 6 cm und von der anderen Seite bei 9 cm. Ich zeige euch mal kurz, was ich da gemacht habe. Da war ich nämlich so im Vorbereiten, dass ich gleich losgefalzt habe. Also ich habe mir die lange Seite einfach bei 9 cm angelegt, einmal gefalzt und dann das Papier einmal umgedreht. Und von der anderen Seite, damit es schöne Maße sind, bei 6 cm auch nochmal eine Falzlinie gezogen. Und dann können wir uns die gleich mal einklappen. Und haben schon die Grundkarte. Also das ist echt nicht schwer. Das ist super einfach zu machen. Dann habe ich, oder ich brauche es noch, ich habe es noch gar nicht hergerichtet, glaube ich. Für meine Rückseite brauche ich einen grundweißen Farbkarton. Da blende ich euch die Nummer ein. Oder ich habe sie auch hier. Also sieht man, hier ist die Bestellnummer für grundweiß. Und ich nehme eigentlich immer den extra starken. Das ist mir am allerliebsten von der Haptik. Ich mag den. Da brauchen wir ein Papier mit dem Maß 15,5 cm. Das schneide ich mir gleich mal zu. Mal 14,1.
Das ist dann einfach für unsere Rückseitengestaltung. Und kommt dann da hinten drauf. Gucken wir gleich mal, ob das passt vom Maß. Dass man halt noch so einen schönen kleinen Rahmen hat. Und den kann man dann auch super mitgestalten. Und dann habe ich noch ein Stück Farbkarton. Ich habe jetzt hier Brombeermousse, hier steht noch Savanne, das wäre 15,5 x 8,5 cm. Und ein Designpapier habe ich jetzt hier, dieses ausgesucht mit diesem schönen Blütenmotiv, 15,5 x 5 cm. Und dann braucht man noch ein bisschen Restpapier, da guckt man dann einfach, was sich so alles findet. Ich schnappe mir jetzt die Stanzmaschine und stanze schon mal ein bisschen was aus. Denn ich habe mir gedacht, ich möchte hier oben auch so eine schöne Bordüre einfügen, wie bei meiner großen Karte. Das ist aber eine alte Stanzform. Und zwar ist das die Stanzform aus den Stanzen, die heißen, wie heißen die denn? Dekorative Bordüren. Also das ist ein ganz altes Set, das habe ich endlich mal wieder rausgezogen, weil ich es so schön finde. Und ich finde, es passt sehr gut zu diesem Anlass. Aber ihr könntet hier zum Beispiel, wenn ihr mit was anderen, mit anderen Produkten arbeiten wollt, auch einfach einzelne Blütenstanzen hier oben hinsetzen zum Beispiel. Also das würde das bestimmt auch total schön ausschauen. Hier habe ich jetzt zufällig gerade das Magnolien-Set. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, wenn man hier einfach ein paar Blüten so verteilt und vielleicht auch noch ein paar Zweige, dass das auch total schön ausschaut. Also wenn ihr wollt, können wir das jetzt auch machen. Ich glaube, das ist geschickter. Ihr habt ja das eine Beispiel schon gesehen. Ich nehme jetzt einfach aus diesen Magnolienstanzformen. Die sind ähnlich vom vorherigen Projekt hier neben mir auf dem Tisch. Nehme ich jetzt einfach ein paar Stanzteile raus und baue mir so eine Art Bordüre im Prinzip selber. Ich lasse jetzt diese kleine Stanzform noch raus und habe so ein bisschen nach oben verteilt. Ich habe es nicht ganz, also schon relativ nah an den Rand geschoben, aber nicht ganz komplett. Und jetzt gucken wir mal, wie das dann ausschaut. Gucken wir mir das jetzt einfach zweimal durch die Stanzmaschine durch. Wobei, das mache ich jetzt nur einmal, weil wir sind jetzt beim Durchkurbeln die Stanzteile verrutscht. Nicht, dass ich das nochmal nachstanze und es dann nicht mehr passt. Aber so könnten wir uns wahrscheinlich auch diese Bordüre selber basteln. Genau, und so sieht das Ganze dann aus. Ich werde das jetzt alles ankleben. Also ihr seht, ich habe mir jetzt diese einzelnen Teile ausgekurbelt und die werde ich mir hier wieder innen reinkleben. Wer ganz schlau ist und mitdenkt, könnte vorher auch hinten drauf gleich das Klebepapier machen. Dann hätten wir jetzt mit dem Kleber nicht so ein bisschen einen Gefummel. Aber da habe ich natürlich wieder nicht dran gedacht. Aber ihr könntet das natürlich machen. Also ich klebe jetzt zuerst mal dieses große Papier auf. Und ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Geht da nicht ganz an den Rand mit den Stanzformen. Ihr seht es hier. Das werde ich jetzt ausbessern, aber da ist ein kleiner Spalt entstanden. Also da bin ich ein bisschen zu weit rausgekommen mit meiner Stanzform. Und es wäre schöner, wenn das nicht kein Loch da hätte. Also ich klebe das jetzt schon zu. Ich glaube, das wird funktionieren, aber ihr könnt darauf achten, dass ihr die Stanzformen einfach nicht ganz genau an den Rand hinklebt. So, learning by doing. Was ich falsch mache, könnt ihr dann richtig machen. Okay, und das klebe ich mir jetzt gleich mal auf meinen Deckel, also auf diese größere Lasche auf. Mit einem kleinen schönen Rand. Das gucke ich, dass das schön gleichmäßig ist. Und dann klebe ich mir das hier so an, dass ihr das. Da sieht man jetzt diese kleine Lücke hier oben. Aber die klebe ich mir dann eben mit meinem Innenteil zu. Und dann sieht es auch wieder ganz cool aus. Also das kann man schon noch ausgleichen. Genau, und da klebe ich jetzt diese ganzen kleinen Stanzteile rein. Wenn ihr noch so mini kleine Fuzzis drin habt, so wie ich jetzt hier in der Mitte, habe ich noch so eine kleine Nadel und mit der mache ich diese ganz kleinen Elemente raus. Man könnte es auch teilweise drin lassen, aber ich finde, wenn das so ein Muster geben soll, wo man die Farbe unten durch schön sehen soll, dann ist das schöner, wenn alle drei kleinen Punkte zum Beispiel jetzt hier draußen sind. Und hier benutzt einfach, versucht ganz wenig Kleber zu benutzen. Ich mache das gerne mit Flüssigkleber. Am besten wäre natürlich jetzt dieses Papier gewesen, glaube ich. Dieses Klebepapier, wo man gleich unten reinmacht, bevor man es stanzt. Da muss man sich hier gar nicht abtun, sondern kann das einfach ablösen, diese Schutzfolie, und dann hier reinkleben.
Aber ich werde es so auch hinkriegen, das geht schon. Ja, und so einfach habt ihr euch jetzt da eure eigene Bordüre reingebastelt oder an kleine Stanzteile, die sich wirklich total schön machen. Wenn ihr die Karte im Schnelldurchlauf machen wollt oder schnell sein wollt mit der Karte, könnt ihr das natürlich auch lassen. Aber es macht natürlich immer noch einen kleinen Hingucker und eine kleine Schönheit aus und macht auch Spaß, wenn man so kleine Details einarbeiten kann. Und dann nehme ich mir das Designerpapier und klebe das einfach unten auf meine Lasche. So habt ihr im Prinzip die Grundkarte oder die Tasche schon richtig schnell ausdekoriert und könnt euch jetzt diese Innenlasche zusammenkleben. Und dann nehme ich mir jetzt einfach ein Abreißklebeband. Ihr könnt auch Flüssigkleber nehmen. Nur beim Flüssigkleber müsst ihr darauf achten, dass euch der nicht an der Seite rauskommt. Deswegen nehme ich da immer sehr gerne das Abreißklebeband. Mache mir da rechts und links so einen Streifen. Ihr müsst auf jeden Fall einen starken Kleber nehmen, dass dann die Lasche auch wirklich ja, gut hebt. Aber das kriegt man mit Flüssigkleber oder eben mit dem Abreißklebeband super hin. Einfach rechts und links auf diese untere Lasche und dann einkleben. Und dann haben wir unsere Tasche. Theoretisch könntet ihr die auch jetzt so ein bisschen einhängen, wenn ihr euch diese obere, die ein bisschen größer ist, diese Lasche hier schon drunter macht, könntet ihr vorne noch Deko drauf machen und es wäre genauso fertig. Ich möchte aber, dass diese Lasche hier oben von dem Element gehalten wird, das ich jetzt hier vorne drauf mache. Und da habe ich mir gedacht, könnten wir jetzt diese wunderschönen neuen Kreise aus dem Hauptkatalog benutzen. Das sind die Kreise, naturverliebte Kreise. Das ist ein ganz tolles, ganz schön großes Stanzset, würde ich sagen. Also da gibt es richtig viele Kreise. Und in die habe ich mich sofort verliebt, weil die haben so schöne Muster. Also seht mal, die gibt es in ganz vielen verschiedenen Mustern außenrum und ich finde, die sind richtig toll. Und da habe ich mir gedacht, könnten wir hier vorne drei große Elemente drauf machen. Ich bin sogar tatsächlich am Überlegen, ob ich es nicht noch größer mache, damit ich in der Mitte meinen Spruch noch ein bisschen besser, mehr Platz habe für den Spruch. Also es kommt ein bisschen drauf an, was ihr innen reinmachen wollt, ob da so ein kleineres Element besser passt oder so ein großes. Auf die große Karte wird auf jeden Fall beides gehen. Da haltet ihr euch das so hin und schaut, was euch besser gefällt. Ich glaube, ich finde es irgendwie schicker mit dem kleineren. Genau, und das mache ich jetzt. Also ich stempel mir jetzt zuerst meinen Spruch. Habe mir gedacht, ich könnte hier vielleicht das alles Liebe nehmen. Das ist so ein langes Spruchband mit diesen Streifen. Das finde ich total schön. Das habe ich ja hier unten auch benutzt. Bei diesen Glückwünschen ist das auch dabei. Und auch hinten bei dem alles Liebe sieht man es gut. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ganz gut in diesen Kreis auch reinpasst. Dass das hier so ausläuft. Genau. Aber wenn ihr sagt, ihr möchtet das lieber mehr sehen, könntet ihr auch natürlich das Ganze mit einem größeren Kreis ausstanzen. Also auch ganz Geschmackssache. Und das Stempel und stanze ich mir jetzt aus und nehme euch da einfach kurz mal mit. Das heißt, ich nehme ja jetzt ein Reststück. Guck nur, ob da meine Stanze drauf passt. Die passt. Und hol mir mal mein Alles-Liebe-Stempel raus. Und werde mir jetzt hier die Farbe... ich werde wahrscheinlich Sommerbeere benutzen, oder? Ja, die sieht schön aus. Super, die ist gut geworden. Und das stanze ich mir jetzt aus, zusammen mit Farbkarton und diesen Kreisen. So, dann haben wir jetzt hier diese wunderschönen Kreise und schaut mal diese tollen Muster an. Also ich finde, die sind richtig cool. Mit Einkerbungen und verschiedenen Lochmustern. Genau, und die klebe ich mir jetzt aufeinander. Ich habe mir jetzt hier schon drei Abstandspads hinten drauf gemacht. Auf meinen ersten Kreis und dann sieht man erst, wie schön diese Muster durch die dunklen Farben auch wieder rauskommen. Sieht man in echt noch ein bisschen besser als in der Kamera. Und da habe ich mir gedacht, dieses zweite Teil klebe ich flach auf, weil ich mir dieses ganze Element dann wieder haben, also mit Dimensionals aufkleben werde. Immer schön mittig setzen und jetzt kommt das Element hier vorne drauf und dann seht ihr schon, sieht die Karte richtig super aus. Es ist nur schade, dass das in der Kamera so dunkel ist. Ich nehme jetzt hier ein paar Dimensionals und wichtig ist jetzt, ihr müsst gucken, wie ihr euch das ankleben wollt. Also ich würde es jetzt hier so machen, dass ich ein bisschen schaue, wie da die Musterverteilung ist. Also bei mir passt jetzt hier genau. Hier sind rechts und links diese kleinen Punkte. Seht ihr das? Und diese kleinen Punkte sind jetzt meine Markierung. Ab da drunter werde ich die Klebepunkte aufkleben.
Und da werde ich auch einige verbraten und gerne auch Reststücke nehmen, damit es dann wirklich gut hält und dass man da dann gut die Lasche drunter bauen kann. Also da bieten sich auch diese Randteile super an. Und es steht dann ein bisschen nach vorne ab und dann kann man die Lasche auch ein bisschen einfacher hinten reinmachen. Bei meiner ersten Karte habe ich das flach aufgeklebt, das geht auch. Das geht mit der Lasche auch, aber durch dass das Element so weit hoch geht, muss man die Lasche schon ein bisschen stärker rausheben. Also das ist, glaube ich, mit dem, wenn wir es dann so erhaben, aufkleben, ein bisschen leichter. Kommt hinten nur diese Schutzfolie noch weg. Schaut aus wie ein kleines Monster mit vielen Augen. Und dann klebe ich mir das jetzt hier vorsichtig auf und orientiere mich da jetzt perfekt an diesen Punkten. Genau, und jetzt achtet ihr einfach darauf, wenn ihr hinten reinschaut, seht ihr, dass die Klebepunkte nur auf der unteren Lasche festgeklebt sind. Und somit haben wir unsere Karte oder unsere Tasche zumindest schon mal fertig. Die können wir dann hier so reinmachen. Und dann habt ihr hier, also ich finde, die Vorderseite ist schon richtig schön. Die ist richtig toll. Ihr könnt auch diese Lasche, damit es ein bisschen einfacher geht, auch mal nochmal übers Falzbein ein bisschen so ganz leicht ziehen, die schon so ein bisschen einen Bogen macht. So. Und dann geht es noch ein Ticken besser in diese Form der Karte rein. Also ziemlich cool. Jetzt müssen wir nur noch die Rückseite gestalten und schon ist unsere coole Karte fertig. Genau, und da würde ich sagen, nehmen wir noch mal ein bisschen Spruch zum Jubiläum, Save the Date, vielen Dank, werd bald gesund, werden jetzt hier lauter Sachen, die da drin sind und super passen würden. Ich nehme jetzt nochmal dieses Glückwünsche, weil ich noch nicht genau weiß, was das für eine Karte werden wird. Das passt ja eigentlich dann zu allem. Und dann nehme ich jetzt noch ein bisschen einen längeren Block, dass das ganz auch drauf geht. Und stempel mir hier unten nochmal die Glückwünsche hin. Und ich habe mir jetzt noch eine Blüte aus dem Magnolien-Set ausgesucht. Das Set heißt Markante Magnolien, genauso wie die Stanzformen. Das hätte diese Bestellnummer. Und ich blende euch auch die Bestellnummern für die Stanznummer, für die Stanzen noch ein. Und mit Brombeermus, das ist jetzt so ein bisschen dunklerer Farbton, bringe ich da noch ein bisschen Blüten ins Bild, damit das auch hinten noch ein bisschen gestaltet ist. Ich hätte noch ganz gerne Blätter. Da ist auch ein Blatt dabei. Das werde ich jetzt auch noch rausnehmen. Aufgeklebt wird das Ganze jetzt nochmal mit Flüssigkleber. Sehr schön. Also ich finde sie richtig edel, richtig schön. Ich mag diese Blüten total gerne. Und ich finde die Vorderseite ist toll. Also ich könnte mir das auch super vorstellen mit dieser anderen Bordürenstanze. Aber ich finde es auch cool, wenn wir die sozusagen selber machen mit den Stanzformen, die wir so in unserem Bastelzimmer rumhüpfen haben. Und ich finde auch diese Mitte wunderschön. Also diese Kreisstanzen, muss ich echt sagen, gefallen mir richtig, richtig gut. Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt drei Kartenformate. Ich wollte euch noch sagen, diese Karte hat genau das gleiche Maß, also A4, und wird genau gleich gefalzt. Das Einzige, was hier anders ist, ist natürlich die Breite der Karte, und zwar hat die 10,5 cm, also eine typische, ganz normale Karte. Könnt ihr also genauso basteln. Und die ist dann eben vom Vergleich hier einfach ein bisschen schmaler. Also ich hoffe, euch gefallen die Karten. Ich finde sie alle ganz hübsch und ganz edel. Und ich finde, man kann da eigentlich ja total spielen, jedes mögliche Design auswählen und für alle möglichen Anlässe das Ganze benutzen. Ich freue mich jetzt, wenn ihr das nachbastelt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben oder einen Kommentar da lassen. Und natürlich den Kanal abonnieren, da freue ich mich auch drüber. Ich blende euch auch noch ein paar Videos ein, was ihr noch so machen könnt, und wünsche euch viel Spaß beim Kreativsein. Kreativiert was Neues. Bis dann. Tschüss.